krieg die Kugel hier runter. Also ich meine, das ist ja relativ... Nein! Nicht, dass ich wieder hochfahre aus Versehen. Hast du das gesehen? Ah. Huch! Das habe ich zu spät gecheckt. Dass mich da was angreift. Ja. Da ist eine unsichtbare Wand. Okay, ich kann da nicht hoch. Ach so, ich kann mich da durchquetschen, ne? Das habe ich wieder nicht gesehen, mal wieder blind hier, ne? Mal wieder zu blind für den Weg. Ein Skungus, vermeide jeglichen Kontakt und bewege dich vorsichtig um die zentrale Kapsel herum. Der explosive Kern kann als Verteidigung gegen andere Gegner genutzt werden. Skungus sind parasitäre, pflanzenähnliche Organismen, denen toxische Sporen explodieren können, wenn sich eine Bedrohung nähert. Mehrere Gruppen kleinerer Hülsen bilden am Boden einen größeren Zentralbau. Es gibt mehrere Arten dieser aggressiven für ihren widerlichen Gestank und ihr weiches, gehirnähnliches Gewebe bekannte Spezies. So. Ich klinge auch nicht so lecker. Ja, da komme ich wahrscheinlich nicht gut runter, ne? Zu weit. Kannst du mir mal helfen? Gute Unterstützung. Huch. Aua, ich kann nicht ausweichen. Also ich kann ausweichen, aber ich wollte nicht ausweichen. Offensichtlich. Hier muss auch irgendeine Kugel hin. Kann hier nicht so langsam mal wieder so ein... Nicht so langsam mal wieder so ein Meditationspunkt kommen. Kannst du mich töten, ruhig bitte. Das ist eigentlich ganz nett, dass du mich getötet hast. Der erste Tod, über den ich nicht böse bin, weil ich denke, hab halt nicht so gut gespielt und dann ist es auch nicht so schlimm. Wo starte ich denn jetzt nochmal neu? Ach da! Oh Gott, das ist ja auch nervig. Naja, ist egal. Okay, gut. Aua! Okay, sie hacken einfach zu zweit, hacken sie mich einfach tot. Das ist ja auch doof.
Aber ich bin auch ehrlich, ich finde das Ausweichen in diesem Spiel gar nicht mal so einfach. Deswegen ist es nicht so schlimm, wenn ich ein bisschen übe. Bevor ich hier... Ich sehe nichts. Also ich sehe nichts bei Spiegelung hier gerade. Das machen wir nochmal. Da ist ja noch einer. Kannst du mich noch in Ruhe lassen, bis ich die... Oder mach mich einfach einmal tot. Bis ich hier meine Ruhe los runtergezogen habe. Einen Moment, ich mach das mal eben. Jetzt ist Sonne ausgesperrt. Jetzt sollte das Ganze eigentlich schöner vonstatten gehen können. Schaffe ich es, den zu triggern, ohne den anderen zu triggern? Nein, okay. Aber das ist nicht so schlimm, weil jetzt kommt der nämlich. Der trifft mich auch, aber das ist nicht so schlimm, weil ich ja jetzt durch den Treffer an ihm, weil das ja der letzte Gegner war, der mich ja getötet hatte, wieder voll werde. Wenn man Sachen sieht, sind sie Tatsache auch einfacher. Willst du auch noch? Oder willst du nicht? Okay, er will nicht. Das heißt, er will leben. Das akzeptiere ich natürlich. Und wir gehen gleich hier durch. Wir wissen ja, dass hier jetzt nicht so ein großes ist, ne? So. Zack, let's go. Zack, langsam machen. Ich hab's ein bisschen früh langsam gemacht. Ja, schon wieder. Warten wir nochmal ganz kurz. Ach, jetzt muss ich hier so langsam runterfahren, ne? Oder geht das jetzt ein bisschen flotter hier? Das ist so die andere Frage, ne? Geht es flotter oder... Oder auch nicht? Ich nutze die Zeit, um euch zu ärgern und... Ich bin noch ein Bonbon hier. Schließlich heißen die auch neben zwei, das heißt, man darf nicht nur eins essen. Ja, man muss zwei nehmen. Genau das tue ich gerade. Also ich glaube, ich finde das Runterfahren ein bisschen nervig. Mal ein bisschen lange dauern. Andererseits ist gut, weil ich glaube nicht, dass die hier jetzt in so alten Ruinen oder was es ist. Da ist doch safe irgendwas, oder? Ich kann mir nicht erzählen, dass da nichts ist, aber da komme ich halt nicht hin, ne? Ich kann mir halt auch nicht vorstellen, dass in einem Grab... Ja, wenn man sich ein bisschen konzentriert, geht das hier voll klar. So.
Soll man hier stehen können? Ich bin mir nicht sicher, ob man hier stehen können soll. Auf jeden Fall soll ich nicht hochlaufen. Ah, okay. Ne, man sollte hier nicht stehen können. Okay. Hä, ich hab... Naja, egal. Ich hab wahrscheinlich zu spät ausweichen genug. Das stimmt schon. Aua. Boah, das Vieh hat immer gut ausgewichen. Das muss man dem Vieh lassen. Hilf mir, BD1. Ich bin okay. Das Vieh ist gut ausgewichen. So, wo ging es hier jetzt nochmal weiter? In die Richtung, ne? Na, von da komme ich. Und dafür brauche ich mal irgendwie irgendwas Rotes. Und hier muss man... Ich wollte gerade sagen, sehr vorsichtig sein. Weil hier sind diese Löcher von denen. Hier ist noch irgendwo eins rausgekommen. Ich weiß noch nicht wo. Da. Ja, gut, dass ich halt nicht wusste, wo hat dem Vieh jetzt einen Vorteil verschafft, ne? Dann ziemlich doof. Hey, hey, na, alles gut bei dir. Ah, machen wir mal kaputt hier. Ist ja nur ein altes Grab. Da kann man mal was kaputt machen. Ich hätte eigentlich jetzt Bock auf einen Speicherpunkt. Ich hätte das nicht alles nochmal machen müssen. Jo, alles gut, nur ein bisschen müde. Also ich weiß nicht, was du heute gemacht hast alles, aber ich würde behaupten, solche Tage hat man. Und so müde Tage kennt eigentlich, glaube ich, auch jeder. Klettern war da, ich erinnere mich. Ist das jetzt eine Abkürzung, die ich mir freischalte? Nee. Was haben wir denn jetzt? Ach so. Aber muss ich jetzt da dran springen? An dieses Ding? Das sieht so aus, ne? Ne, da kann ich aber nicht dran springen, das ist viel zu hoch. Das wird so gut passen. Weil man kann sich da dran festhalten auf jeden Fall. Was ist, wenn ich das aufmache? Ach so, dann ist der Wind an. Ja, stimmt, klar, logisch. Und jetzt ist der Wind wieder aus und es schwingt wieder hin und her. Okay, okay, okay. Ich verstehe, jetzt gehen solche Rätsel hier los, ja? Ich kann doch bestimmt auch einfach an der Wand laufen, oder nicht? Geht das nicht? Kann ich nicht einfach sagen... hallo? Ich möchte das nicht so lösen, wie ich muss. Ich kann nicht an der Wand laufen, okay. Ich dachte, ich kann das vielleicht einfach auch mal anders lösen. Ich fänd's cool. Hier blinkt halt wieder was rot. Hab bloß nicht wirklich geschlafen. Ja gut. Solche Tage muss es auch mal geben. Jetzt die Frage, warum hast du nicht richtig geschlafen, ne? Zu warm, zu kalt. Ich muss da doch dran. Hätte ich mir auch denken können eigentlich, ne? Ja, und hier wäre der nächste Meditationspunkt gewesen, ne? Das kann ja wohl nicht wahr sein, ne?
eben kurz vorher abgenippelt. Ja, aber zu Recht halt leider. Ja, wir können es ruhig ausruhen. Fähigkeiten, warum bringt uns so nichts? Okay, hier kommen wir nicht lang. Aber wozu auch irgendwo lang, wenn man auch einfach Sachen kaputt machen kann, ne? So. Will ich schon da runter? Ja, ich glaube schon. Hätte ich da links gekonnt. Gab es da eine alternative Route? Ups, Entschuldigung. Eigentlich möchte ich gar nicht alles kaputt machen, aber irgendwie bekomme ich das ganz gut hin. Ich habe halt Angst, hier jetzt so viel zu verpassen einfach, ne? Wenn ich da jetzt herspringe, dann erwischt mich doch der Wind komplett, oder? Ja. Bin ich tot? Und das finde ich nett, dass man nicht tot ist. Komme ich denn hier wieder raus? Hier. Oh, ich wollte nicht runterspringen. Also das war nicht meine Absicht. Tschüss. Hier einfach vorsichtig durchgehen. Aua, da ist ja noch einer. Schön hier alles immer kaputt machen. Schön kaputt machen alles. Kann ich auf der Karte auch gucken, ob da irgendwas ist? Nee, kann ich nicht. Also mir wird nicht so alles angezeigt, okay. Aber ist auch gut so. Müssen wir uns nachher mal weiter genauer umgucken, ja, alles. Ich dachte, der Wind ist weiter hinten. Das ist natürlich auch smart, einfach mal so davon auszugehen, dass der Wind woanders ist. Halt aber gar nicht ist. Ja, gut, aber ich kann da hinspringen irgendwie, ne? Ja, man darf halt nicht genau zielen, ne? Also man muss halt einfach so ein bisschen entgegen der Windrichtung zielen, dann klappt das eigentlich auch ganz gut, wie man gesehen hat. Oh, und immer aufpassen auf die Dinger. Auch wenn das hier gar nicht mehr viele sind. Probleme. Nicht? Aber viele, oder? Hatte Nachtschicht und muss mich jetzt wieder auf den Tag
Oh ja, das fühle ich sehr. Ich habe damals in der Ausbildung, die ich ja gemacht habe, auch. Oh. Hä? Ich dachte, die sind weg. Damals in der Ausbildung habe ich auch Nachtschicht machen dürfen. Ist hier ein Abgrund oder kann ich hier runterlaufen? Ich kann hier runterlaufen. Nur da ist auch so ein Ding noch. Ja, du willst dich in die Luft sprengen, Kamikaze-mäßig, ich weiß. Ich gebe zu, bei dir möchte ich das vielleicht sogar. Wie kann ich das irgendwie triggern? Kann ich mir nicht hin, das ist sehr gut. Und ich hatte damals in der Ausbildung selber Nachtschichten. Und ich kann sagen, ich fand es mega anstrengend. Und für mich war es dann auch irgendwie nicht wirklich was. Oh, okay, tschüss. Time to say goodbye. Für mich war es nichts. Achso, und jetzt muss ich das wieder ausmachen. Aber die respawnen ja. Wo muss ich denn hin? Muss ich darüber springen? Mit dem Wind einfach rüber. Hier sind wir jetzt. Okay, hier sind wir ja eben in die andere Richtung hergegangen. Und nach der Nachtschicht, um das Thema zu beenden, ich habe relativ lange gebraucht, um wieder in den normalen Rhythmus zu kommen. Ich habe das ein bisschen auseinandergenommen. Was ist das denn für ein Typ? Der sieht nicht so nett aus, um echt zu sein. Hi. Aua, oh Gott. Oh Gott, sowas mag ich ja gar nicht, ey. Aber die haben nicht so viel Leben, das ist okay, das akzeptiere ich. Grabwächter, ich habe irgendeinen Gegner übersehen und das triggert mich auch. Stark, langsam und durch einen zentralen Energiekern geschützt. Leuchtende Energiekern kann ja mit äußerer Gewalt und Vorsicht entfernt werden, um einen kritischen Angriff auf den Wächter zu ermöglichen. Okay. Grabwächter sind alte, von den Zepho konstruierte Automaten, deren Hauptaufgabe vermutlich der Schutz heiliger Stätten war. Da über ihren Fähigkeiten bis heute nur wenig bekannt ist, sollte man sich ihnen nur mit äußerster Vorsicht nähern. Ihre kalten und gleichgültigen Angriffe basieren nicht auf Bosheit oder Selbstverteidigung, sondern sind eine programmierte Reaktion auf Eindringlinge. Aufgrund ihrer mächtigen, nicht blockbaren Attacken sind sie vor allem in beengten Gebieten ohne Ausweichmöglichkeiten äußerst gefährlich. Ihre wichtigste Schwachstelle scheint der Energiekern über dem Oberbauch, also das blaue hier, was man sieht, zu sein. Jede Störung des Kerns würde ihre Abschaltung auslösen. Ja, okay, gut. Wenn wir da irgendwie was reinbekommen, später mal vielleicht irgendeine Waffe bekommen, mit der das klappt, könnten wir das natürlich zu unserem Vorteil nutzen.
BD1? Wollte nur mal hören. Ups. Oh, das war der falsche Knopf. Ich wollte das eigentlich gar nicht mehr nehmen. Okay, gut, dann habe ich es jetzt halt genommen. Oh, nicht unbedingt reinlaufen, ne?